Das heißt, ich starte jetzt vielleicht mal mit der ersten Frage. Was passiert, wenn ich als Kleinunternehmer die Umsatzgrenze überschreite? Ja, es sind hier einmal zuerst, oder das ist jetzt eine Frage, bei der ich, glaube ich, zuerst etwas ausholen sollte. Also zuerst müssen wir mal erklären, in welchem Zusammenhang gilt diese Kleinunternehmerregelung überhaupt? Also starten wir vielleicht mit diesem Teil der Frage. Also die Kleinunternehmerregelung gilt vor allem im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer bzw. mit dem Umsatzsteuergesetz. Und dann sind wir auch gleich schon beim nächsten Punkt angelangt, um diese Frage eben zu beantworten. So müssen wir uns zuerst einmal überlegen, wie funktioniert in Österreich diese Umsatzsteuerregelung generell, beziehungsweise was wird überhaupt unter einer Umsatzsteuer verstanden und wann kommt diese zu tragen? Und dann in weiterer Folge können wir uns anschauen, was passiert, wenn ich diese Umsatzgrenzen im Rahmen der Kleinunternehmerregelungen nicht einhalten kann. Starten wir zuerst mit der Umsatzsteuer im Allgemeinen. Also in Österreich, wie jeder von Ihnen wahrscheinlich weiß, beziehungsweise wenn er eine Rechnung schon einmal genau angesehen hat, ist es so, dass Sie für Güter, die Sie kaufen und hierbei egal, ob Sie eine Privatperson sind oder ein Unternehmen sind, finden Sie auf der Rechnung immer die Umsatzsteuer ausgewiesen. Diese Umsatzsteuer kann in unterschiedlicher Höhe sein, also die Umsatzsteuer ist immer ein Prozentsatz, aber je nach Art der Dienstleistung bzw. des Gutes, welches Sie erwerben, gibt es hier dann eben unterschiedliche Umsatzsteuersätze, die verrechnet werden. Also im Regelfall gilt in Österreich der Umsatzsteuersatz von 20%. Es gibt aber auch Produkte oder Dienstleistungen, die mit 13% Umsatzsteuer verrechnet werden, mit 10% oder beispielsweise auch sogar komplett umsatzsteuerfrei sind. Aber das ist jetzt nicht unbedingt heute Thema unseres heutigen Livestreams, sondern zuerst wissen wir mal, okay, auf jedem Produkt bzw. fast jeder Dienstleistung liegt eine Umsatzsteuer, die beim Verkauf verrechnet wird. Und das verrechnende Unternehmen, also das Unternehmen, welches ein Produkt verkauft oder eine Dienstleistung verkauft, gibt eben auf die Rechnung die Umsatzsteuer drauf und kassiert diese vom jeweiligen Abnehmer, also sprich vom Käufer. Das heißt, wenn Sie der Käufer sind, dann bezahlen Sie die Umsatzsteuer an den Unternehmen, an das Unternehmen bzw. den Unternehmer. Und dieser Unternehmer ist dann in weiterer Folge verpflichtet, diese Umsatzsteuer wieder an das Finanzamt abzuführen. Das heißt, die Umsatzsteuer verdient letztendlich nicht das Unternehmen, sondern die Umsatzsteuer erhält das Finanzamt. Also das ist schon mal grundsätzlich so das Prozedere in Österreich. Also die Umsatzsteuer ist im Prinzip nur ein Durchlaufposten, der vom Käufer über das Unternehmen weitergeleitet wird zum Finanzamt. Und im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer und dem Unternehmerdasein bzw. einem Unternehmen oder einem Selbstständigen muss man dann in weiterer Folge eben noch unterscheiden zwischen den Begrifflichkeiten Umsatzsteuer und Vorsteuer. Die Begrifflichkeit Umsatzsteuer bedeutet, die wird immer vom verkaufenden Unternehmen erhoben und dann an das Finanzamt abgeführt. Und im Unterschied zur Umsatzsteuer ist die Vorsteuer, wenn ein Unternehmen etwas kauft, dann bezahlt dieses die Umsatzsteuer und kann sich diese Vorsteuer dann wiederum zurückholen. Und wie funktioniert diese Abfuhr bzw. dieses Zurückholen der Vorsteuer in der Praxis? In der Praxis ist es so, dass es hierfür eine Umsatzsteuervoranmeldung gibt. Und je nach Größe des Unternehmens bzw. nach Umsatz des jeweiligen Unternehmens erfolgen diese Umsatzsteuervoranmeldungen von Unternehmen in unterschiedlichen Turni, also entweder monatlich, quartalsweise oder beispielsweise auch einmal im Jahr. Und in dieser Umsatzsteuervoranmeldung werden einfach alle eingehobenen Umsatzsteuerbeträge dokumentiert und aufgeschlüsselt. Und auf der anderen Seite werden alle bezahlten Vorsteuerbeträge auf diesen Umsatzsteuervoranmeldungsformular
angeführt. Und daraus ergibt sich dann die sogenannte Umsatzsteuerzahllast. Also alle Beträge, alle Umsatzsteuerbeträge, welche laut Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt abgeführt werden, werden dort eben dokumentiert und in dieser Dokumentation werden dann alle bezahlten Vorsteuerbeträge gegengerechnet und die Differenz zwischen Umsatzsteuer und Vorsteuer ergibt dann die sogenannte Umsatzsteuerzahllast. Und diese Umsatzsteuerzahllast ist dann jener Betrag, welcher uns vom Finanzamt vorgeschrieben wird und welchen wir dann an das Finanzamt abführen müssen. Also so funktioniert grundsätzlich in Österreich einmal die Umsatzsteuerverrechnung. Und hier im Zusammenhang gibt es dann eben diese Kleinunternehmerregelung. Und diese Kleinunternehmerregelung ist eben eine Regelung, die es kleinen Unternehmen bzw. kleinen Selbstständigen ermöglichen soll, auf diese aufwendige Umsatzsteuervoranmeldung und diese laufende Abfuhr und wieder Rückverrechnung der Vorsteuer verzichten zu können. Und dementsprechend gibt es eben diese Regelung. Diese Regelung ist im Paragraph 6 Absatz 1 Zeile 27 des Umsatzsteuergesetzes geregelt. Und dort gibt es eben auch eine Umsatzgrenze, welche wir eben in der Frage vorgestellt oder angemerkt haben oder bereits angemerkt gesehen haben. Und diese Umsatzgrenze liegt bei 35.000 Euro und also pro Jahr. Und diese Grenze von 35.000 Euro gilt seit dem Jahre 2020. Wenn Sie vielleicht hier aus früheren Zeiten noch einen Betrag von 30.000 Euro im Kopf haben, dann ist das der alte Betrag, welcher eben im heurigen Jahr angehoben wurde auf 35.000 Euro. Und sofern Sie mit Ihrem Umsatz eben nicht über diese 35.000 Euro pro Jahr drüber kommen, haben Sie eben die Möglichkeit, von dieser Kleinunternehmerregelung Gebrauch zu machen. Das bedeutet, Sie müssen keine Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen. Im Gegensatz hierzu dürfen Sie dann aber auch keine Vorsteuer geltend machen. Das heißt, Sie dürfen dann aber auch keine Vorsteuer zurückfordern vom Finanzamt. Das heißt, keine Umsatzsteuer abführen, aber auch keine Vorsteuer zurückfordern. Voraussetzung hierfür ist, Sie nehmen von dieser Kleinunternehmerregelung Gebrauch. Sie können aber natürlich auch, wenn Sie unter 35.000 Euro Umsatz sein, ganz normal die Umsatzsteuervoranmeldungen durchführen. Aber dann benötigen Sie eben auch diese sogenannte UID-Nummer, also diese Umsatzsteueridentifikationsnummer und müssen diese dann dementsprechend auch beantragen und regelmäßig die Umsatzsteuervoranmeldung durchführen. Aber jetzt war ja die Frage, was passiert, wenn Sie von dieser Kleinunternehmerregelung Gebrauch machen? Wenn Sie von dieser Kleinunternehmerregelung Gebrauch machen, dann dürfen Sie eben diese 35.000 nicht überschreiten. Es gibt jedoch eine Ausnahme, wo Sie diese 35.000 Euro überschreiten dürfen. Und zwar dürfen Sie innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren genau einmal diese Umsatzgrenze von 35.000 Euro um 15% überschreiten. Das heißt, wenn Sie diese Umsatzgrenze von 35.000 Euro nicht häufiger wie einmal innerhalb von 5 Jahren um mehr als 15% überschreiten, hat es überhaupt keine Auswirkungen auf die Kleinunternehmerregelung. Überschreiten Sie diese Umsatzgrenze zweimal oder auch mehr wie 15%, dann hat es zur Folge, dass Sie aus dieser Kleinunternehmerregelung rausfallen und Sie für dieses Jahr dementsprechend die Umsatzsteuer auch nachbezahlen müssen. Das heißt, Sie müssen dann wirklich auch die Umsatzsteuer an das jeweilige Finanzamt für dieses Jahr dementsprechend einfach auch abführen. Und vielleicht hier ein Tipp aus der Praxis, wenn Sie Rechnungen schreiben und auf die Kleinunternehmerregelung beharren, also sprich Gebrauch machen von dieser Kleinunternehmerregelung, dann
dürfen Sie keine Umsatzsteuer in der Rechnung aufweisen. Also das ist schon mal der Punkt 1. Und der zweite Punkt ist, Sie sollten auf dieser Rechnung eben auch immer darauf verweisen, auf den Paragraph 6 Absatz 1 Z27 USDG, also dass hier die Kleinunternehmerregelung zum Tragen kommt. Und sollte es einmal grenzwertig werden, also sprich, wenn Sie die Befürchtung haben, dass Sie diese Kleinunternehmerregelung überschreiten, dann empfiehlt es sich natürlich auch noch, einen zusätzlichen Vermerk auf diese Rechnung draufzugeben, wo Sie anmerken, dass Sie auf eine eventuelle Nachforderung der Umsatzsteuer bestehen, beziehungsweise dass die Umsatzsteuer im Falle, dass die Umsatzgrenze von 35.000 Euro überschritten wird, diese Umsatzsteuer dementsprechend einfach nachfordern, so dass es für sich dann in, dass Sie für sich dann in weiterer Folge als Unternehmer beziehungsweise als Selbstständiger keine Probleme im Nachhinein haben und auf einmal das alles nachbezahlen müssen. Und ja, so viel einmal zur Beantwortung der ersten Frage. Also einmal überschreiten bis zu maximal 15% innerhalb von 5 Jahren, überhaupt kein Problem. Passiert es öfter, müssen Sie die Umsatzsteuer für das jeweilige Jahr, in dem Sie überschreiten, nachbezahlen. Ja, so viel zur Beantwortung der ersten Frage. Vielleicht an dieser Stelle darf ich auch noch ganz kurz Werbung in eigener Sache machen. Wenn Sie generell Unterstützung benötigen rund um das Thema Selbstständigkeit starten oder ein Unternehmen gründen, so stehen wir Ihnen gerne als Ihr Beifahrer, entweder als persönlicher Unternehmensberater und Coach zur Seite oder alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, unseren 3-monatigen Online-Lehrgang Gründen und Selbstständigkeit starten zu besuchen. Und dort arbeiten wir wirklich in regelmäßigen Live-Sessions, ja, oder arbeiten wir gemeinsam an Ihrer zukünftigen und nachhaltigen Entwicklung Ihrer Selbstständigkeit.